Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wins and Fails. Die dritte mit Dusty. Ich weiß gar nicht, was für ein Teufel mich reitet, dass ich hier in New Hillcrest mit ihm starte. Denn ich glaube schon, dass das ein Fail werden wird, aber lassen wir uns mal überraschen. Übrigens ist momentan wieder der Bug unterwegs, dass irgendwie trotz Stallhilfe die tägliche Pflege nicht abgeschlossen wird. Das ist irgendwie ziemlich doof. Aber gut. Ja, mein Reiter ist unterwegs mit den Werten 44 auf Reiten, 25 auf Pflege, 39 auf Befehl und 25 auf Springen. Und Dusty ist unterwegs mit 27 auf Stärke, 22 auf Disziplin, 28 auf Geschwindigkeit, 17 auf Ausdauer und 25 auf Agilität. Gut, ich bin jetzt mal gespannt, was jetzt aus diesem Championat wird. Ich bin wirklich neugierig, wie es läuft. Golden Hills auch, aber New Hillcrest ist ja bei mir immer so ein bisschen eine Gratwanderung zwischen Top und Flop. Meistens eher Flop, aber ja gut, lassen wir uns überraschen. Gleich geht's los und ja, ab dafür. So, dann wollen wir doch mal schauen. Spannend, spannend. Ich habe jetzt hier eben im Vorfeld übrigens noch einige mit der neuen Frisur gesehen. Also die sieht, also gerade die mit dem kleinen Zöpfchen hinten, finde ich echt hübsch, muss ich sagen. Es ist halt nur irgendwie, dass meine aktuelle besser zu mir passt. Ansonsten hätte ich mir die mit dem kleinen Zöpfchen hinten bestimmt geholt. Weil die finde ich echt toll. Ja, jetzt hier bloß nicht gegen so einen Pöller in der Mitte reiten, das habe ich auch schon geschafft. Das ist immer sehr, sehr ärgerlich, wenn das passiert. Wow, ich sehe nichts. Nein! Der Grace ist dasselbe passiert. Diese blöden Fliegen, Bienenviecher. Was ist das jetzt überhaupt? Sind das jetzt Fliegen oder sind das Bienen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Oh. Okay, da bin ich etwas stark abgebremst worden. Aber das war jetzt gar nicht so schlecht. Tatsächlich, wenn man hier jetzt durchkommt ohne so riesengroße Fails, dann ist man meistens gar nicht so schlecht von der Platzierung her. Dusty kommt mir aber irgendwie so ein bisschen schwerfällig vor hier. Ich weiß nicht mal, wie ich das beschreiben soll. Es ist halt einfach irgendwie so das Gefühl, dass er so Und oh, ist das anstrengend. So wirkt er irgendwie gerade auf mich. Dusty, habe ich dir zu wenig Hafer gegeben oder was? Hab ich dir zu wenig Hafer gegeben, du armes, armes Tier. Du armes, geschundenes Ross. Nein, 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 nein. Oha, 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 oha. Es hat aber tatsächlich noch gereicht für den dritten. Krass, wir haben eine Schleife geholt. Das hätte ich nicht gedacht mit Dusty beim New Hillcrest Championat. Ich habe im Vorfeld eigentlich eher mit einem Fail gerechnet. Weil ich das jetzt schon wieder so lange nicht mehr geritten bin. Aber tatsächlich war das jetzt gar nicht mal so verkehrt. Ich meine, ich habe einmal die Fliegen mitgenommen. Aber ansonsten, Bienen, Fliegen, Bienen, Bienen fliegen. Fliegende Bienen. Ja, Bienen fliegen, das macht Sinn. ja, und ansonsten lief es eigentlich ganz gut. Ich nehme nach wie vor noch nicht alle Abkürzungen, weil ich die nach wie vor noch nicht alle kann. Man kann auch etwas früher, kann man schon durch den See, durch den Fluss abkürzen. Da habe ich es aber meistens versemmelt, wenn ich das ausprobiert habe. Deswegen lasse ich das meistens sein. Ja. Also, ich kann mich jetzt gerade echt nicht beschweren. Es lief gut. Es lief gut. Wer war alles dabei? Astrid Waterdaughter, Athena Shyard war dabei, Scarlet Kingchild, Charlotte Pine Rider war auch dabei, Lila Bunnystorm, Alessia Mousestone, Virginie Silvermountain, Anouk Yellow Hurricane, Julie Silverberg, Paula Sharkwood, Jennifer Gladeway war dabei, Grace Swordgrove, Alexandrina Swifthome, Jenny Sunsister, dann reihe ich mich tatsächlich ein, gerade in die Platzierung gerutscht, auf Platz 3. Ich zeige euch gleich noch unkommentiert die Schleife im Anschluss und ganz besonders herzliche Glückwünsche auch an Platz 2, Sadie Papa Mountain und an die glückliche Gewinnerin,
oder den glücklichen Gewinner, ich weiß ja nicht, wer sich dahinter versteckt, auf Platz 1 Wendela Dark Lake. Herzlichen Glückwunsch! Ich zeige euch jetzt, wie gesagt, noch kurz die Schleife des dritten Platzes vom New Hillcrest Championat an Dusty. Und als nächstes, für diejenigen, die es interessiert, kommen in den Wins and Fails meine beiden Dressur-Cracks dran. Sind ja eigentlich eher so Dressurpferde. Und zwar kommen dann Diamond Wings und Diamond Star dran, mein weißer und schwarzer Lipizzaner. So, das war's. Ich verabschiede mich. Wie gesagt, zeige euch jetzt noch unkommentiert die Schleife. Und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.